aus dem Impacto Stuttgart, Edilson Franke! Aus dem Fight Club Gelsenkirchen, Michael Ciammolo! Listen carefully, listen to my commandos all the time. We have unified rules. If you have any question, ask me right now. No question? No question? Shake hands? Ich könnte nicht gespannter sein auf dieses Main-Event des heutigen Abends. Wirklich, wirklich stark. Man muss sagen, Michael Smolik hat hier mindestens genauso viele Fans wie Edilson Franke. Ja, wir haben es im Vorfeld ja schon gesagt, die einen lieben ihn, die einen hassen ihn. Also sie kommen auf jeden Fall, um ihn kämpfen zu sehen. Michael Smolik hier mit den roten Handschuhen. Starker Bodykick direkt am Anfang. Oh! Und beide treffen. Kick. Wir haben ja im Vorfeld schon drüber spekuliert, ist das nur eine Finte? Oha! Da trifft er tatsächlich ordentlich. Ist das nur eine Finte oder will er ihn vielleicht dort zu Boden holen? Also offenbar will er tatsächlich erstmal los. Und dann fängt er sich selbst erstmal eine von Michael Smolik. Was zu Deutsch so viel wie Gift bedeutet. Starker Ex-Kick. Leider verfehlt. Beide massive Kämpfer haben sehr viel Kraft und jetzt kommt es doch zu diesem Takedown, den wir angesprochen haben. Wollte sich. Es gelingt ihm. Er wandert direkt in die Side Control. Darf ihm hier nicht seinen Rücken geben. Oh, Neon Belly. Spielend leicht geht er rüber. Jetzt könnte es gefährlich werden für Michael Smolik. Konnte hier spielend leicht in die Mount steigen, in die Full Mount. Der Smolik klammert sich erstmal fest. Losgefeuert, jetzt legt er los. Trifft hier auch starke Schläge. Das kann gefährlich werden für Smolik. Ja, bisher konnte Smolik die meisten verhindern, aber es ist ja nur eine Frage der Zeit in dieser Position. Oh mein Gott, und die treffen auch. Hartes Ground and Pound. Und Smolik muss hier definitiv crazy aufpassen. Edilson Franke ist ja ein Brocken, ne? Wenn du den da so auf dir hast in der Full Mount, ist es total kräftezerrend. Und er trifft auch, er macht Schaden. Harte Hammerfist lässt er hier runterregnen. Michael Smolik versucht sich aufzurichten, aber aus der Position unglaublich schwer. Er muss natürlich an der Hüfte arbeiten. Er muss das Bein von Edilson wegschieben. Ist natürlich alles leichter gesagt als getan. Mal sehen, ob er sich noch in die Runde 2 hier retten kann. Aber das ist ja wirklich der Upset des Abends. Oh. Wahnsinn. Das ist bis jetzt der absolute Wahnsinn. Michael Smoliks Gesicht stark gezeichnet von der ersten Runde. Und warten wir auf jeden Fall mal ab, wie es in der zweiten dann weitergeht, ja? So, here we go. Runde 2 gestartet. Edilson Franke macht so weiter, wie er angefangen hatte in der ersten Runde. Bleibt relativ ruhig. Und wir haben gesehen, was passiert, wenn dieser dann durchkommt. Starker Kick, aber auch starke Rechte von Smolik. Hier kommen durch. Uiuiui. Dieser Spin-Kick. Er riskiert es tatsächlich immer weiter. Ultra hart. Michael Smoliks Takedown. Greift unter die Kniekehlen, holt sich hier den Takedown. Und jetzt hat er ihn wieder am Boden da, wo er ihn haben wollte. Wahnsinn. In der Guard von Smolik. Michael Smolik ist zum ersten Mal in so einer Situation. Aber der Kampf wird wieder nach oben verlagert. Ja, der Referee hat da nicht genug Action gesehen. Hat auch angefangen mit seiner Ecke zu sprechen, Edilson Franke. Und knockt ihn hier fast an. Zwei Schläge. Da ist er angenockt. Smolik, er holt sich hier den Rücken. Holt sich hier den Rücken. Ist noch nicht drin, jetzt greift er ein. Unfassbar. Michael Smolik feuert jetzt hier los. Was ist denn hier los? Meine Herren. Absoluter Hammer, dieses Main Event. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und Smolik feuert drauf los. Und die Schläge sitzen hart. Und jetzt darf er nicht gesweept werden. Es wird er gedreht. Fatal. Das war fatal. Natürlich ein großer Fehler. Und die Schläge sitzen auch. Na, jedes Mal, wenn Edilson da trifft, dann bounce der Kopf von Michael Smolik zurück. Man muss natürlich auch sagen, Smolik hat sich ordentlich ausgepowert, hat versucht, den Kampf Fall zu finishen, richtig alles reingegeben in diese Folge. Und jetzt sitzen die Ellbogen, wow. Beide schnaufen, beide viel Muskelmasse auf den Rippen. Oh, und jetzt kann es auch im Stand mal schnell
anders verlaufen. Franka mit dem nächsten Takedown, aber da rennt ihn der. Und wir kommen zur dritten Runde. Meine Güte. Das Kämpfer jetzt von beiden ist absolut hier zu sehen. Keiner will aufgeben. Und er sitzt, wie man so schön sagt. Wer kann noch mal alles aus sich rausholen? 4 Minuten noch auf der Uhr. Gute Rechte von Smolik. Trotz der Müdigkeit behält Smolik seinen Stil bei, die Hände unten zu halten. Wieder eine gute Rechte von Franka. Schöner Jab. Und die Halle bebt und der Highkick trifft ganz leicht. Muss hier auch aufpassen, dass er nicht eine rechte Overhand. Von, oh, da ist sie! Da ist sie! Oh mein Gott! Und jetzt gibt es den Takedown. Und sollte Franka den Takedown holen, dann wird es ganz schwer für Smolik. Aber der dreht das Ganze gut ab, kann den ersten Versuch verteidigen. Der nächste folgt aber direkt, hier abtaucht unter die Hüfte. Wahnsinn. Der Takedown, wohl wissend, dass er ihn aufstehen lassen wird, wenn da nicht viel passiert. Und tatsächlich hast du erstmal genug gesehen. Knapp auf der Uhr, Spin-Kick von Smolik. Gute Rechte hinterher. Jetzt wird's wild hier. Oh, sie landen beide wieder im Clinch. Oh, Smolik selbst zum Takedown angesetzt. Tatsächlich landet jetzt auch in der Aufgabe. Und den kriegt er auch. Jetzt wird die Action zu müde, Smolik. 10 Sekunden höchstwahrscheinlich noch auf der Uhr, wenn sie jetzt beide stehen sollten. Jetzt heißt es alles oder nichts. Tatsächlich, Smolik versucht für die letzten Sekunden des Kampfes. Zeit. Wahnsinn. So, lässt sich das noch toppen? War das ein geiler Fight? Und damit kommen wir zum offiziellen Urteil. Ein einstimmiges Urteil, das wir bekommen. Unanimous decision. Und damit Sieger, Winner, the Blue Corner, Edison!